Das hier sind natürlich die besten Einzelbände aller Zeiten. Zack, Video vorbei. Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sprechen über Einzelbände. Top 5 Einzelbände heißt dieses Video. Und ich dachte mir, es ist mal an der Zeit, ein paar Einzelbände vorzustellen, die ich wirklich, wirklich super finde. Top 5 klingt gut im Videotitel. Als Video ist es aber nicht so super sinnvoll, weil die Top 5 aller Zeiten, das ist gar nicht machbar. Und auch die drei Bücher, die ich euch jetzt im Intro gezeigt habe, das sind, wenn man schon länger diesen Kanal verfolgt, vielleicht genau die drei Bücher, die man jetzt hier erwartet hätte. Und zwar Hanya Yanagihara, Ein wenig Leben, NSA von Andreas Eschbach und 4321 von Paul Auster. Das sind alles drei wahnsinnig tolle Bücher, wahnsinnig tolle Einzelbände. Aber genau die drei habe ich mal für dieses Video auch so ein bisschen ausgeklammert, weil ich möchte auch nicht immer wieder dieselben Bücher zeigen. Und ich liebe diese Bücher über alles und ich möchte sie unbedingt jedem empfehlen, sie zu lesen, wenn man halt gerne ja auch ein bisschen länger liest, weil sie doch alle drei etwas länger sind. Aber für dieses Video habe ich mir gedacht, ich mache mal mehr so eine Momentaufnahme und ich versuche auch ein bisschen diversere Sachen zu zeigen. Also ein paar Sachen, die für jeden was sind. Also, naja, Bücher, für jeden ist irgendwie was dabei. Das war so mein Anspruch. Und deshalb habe ich 5 ganz unterschiedliche Bücher, die ich alle super, super gut finde, die alles Einzelbände sind. Und ich meine, jeder braucht doch mal irgendwann ein Einzelband. Mir geht das auch voll häufig so, dass ich irgendwie so auf meinen Sub gucke und da sind dann nur Reihenfortsetzungen oder Reihenstarts. Ich denke so, boah, nee, jetzt noch eine Reihe anfangen. Deshalb, Einzelbände sind auch gut. So, und der erste Einzelband, den ich euch zeigen möchte, ist die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Das neueste Buch hier auf dieser Liste und auch das, nee, stimmt gar nicht, noch ein Buch, was noch weniger her ist, dass ich es gelesen habe. Aber die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig, auch ein sehr bekanntes Buch, deshalb jetzt hier nur mal kurz angerissen. Es geht darum, dass eine Frau, nachdem sie beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen, sich in einem Jenseits wiederfindet. Und zwar in einer Mitternachtsbibliothek. Und in dieser Bibliothek stehen ganz viele Bücher, die unterschiedliche Entscheidungen ihres Lebens darstellen und dann eben zeigen, was wäre, wenn sie diese andere Entscheidung getroffen hätte. Wie wäre ihr Leben dann? Und sie erlebt ja dann eben diese verschiedenen Leben in dieser Bibliothek. Und mir hat dieses Buch wahnsinnig gut gefallen. Ich muss sagen, ich war total eingenommen von Nora und der Geschichte, aber auch von diesen Gedanken, die man sich damit macht. Ja, wie haben eigentlich diese ganzen Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe in meinem Leben, mich zu diesem Punkt geführt und was sind genau auch die Entscheidungen, die so die großen, wichtigen Entscheidungen waren? Also ich glaube, jede von euch wird diesen einen Moment irgendwie haben, wo man sich denkt so, boah, wenn ich mich damals da anders entschieden hätte oder wenn damals da irgendwas anderes passiert wäre, dann wäre jetzt heutzutage wirklich alles komplett anders, weil man vielleicht nicht die Liebe seines Lebens kennengelernt hätte oder was ganz anderes als Ausbildung gemacht hätte oder vielleicht umgezogen wäre oder sonst was. Also das sind alles so Sachen, die ja einen total beeinflussen und die das ganze Leben ja irgendwie formen und da so ein bisschen dann Mäuschen spielen zu können von wegen, was wäre denn wenn, das ist total cool und hat mir total viel Spaß gemacht und ist wirklich, glaube ich, auch ein Buch, was gut zugänglich ist für viele. Es hat natürlich klar so ein paar Triggerpunkte, gerade weil Nora natürlich sich auch aus einem Grund das Leben nimmt. Und ja, also ich glaube, da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ein ganz, ganz tolles Buch. So, und dann jetzt das älteste Buch hier auf dieser Liste und vielleicht auch ein Buch, mit dem jetzt die wenigsten von euch rechnen, aber ich bin so vorhin so meine Regale entlang gegangen und dachte so, und als ich das gesehen habe, dachte ich so, ja, 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 ja. Das muss hier mit drauf. Und zwar ist das Charles Dickens' Große Erwartungen. Ein Klassiker der Literatur. Eines, ja, auch mit der meistgelesenen Bücher der Welt. Wahrscheinlich Charles Dickens ja generell seit über 200 Jahren, ungefähr 200 Jahren, ja, ein einfach ein bekannter Autor und ein gefeierter Autor schon seit ewig Zeiten. Ich versuche gerade mal herauszufinden, ob hier irgendwo steht, von wann das Buch im Original ist. Ich glaube, es steht hier aber nicht drin. Es wäre spannend zu wissen. Nee, steht hier aber nicht. Aber ja, es ist ein wirklich, wirklich gutes Buch. Dass ich damals, ich glaube, es ist jetzt
vielleicht auch schon 3 Jahre her, dass ich es mal im Urlaub gelesen habe und ich bin dann nur so durchgeflogen, was ich gar nicht erwartet hätte. Klar, ich habe schon doch länger gebraucht, als ich normalerweise für knapp 600 Seiten brauchen würde, einfach weil die Sprache schon anders ist, aber ich bin dann nur so durchgeflogen. Also die Geschichte von Pip und diesem Ort und diesen ganzen Charakteren ist einfach herrlich, herrlich schön und auch ein bisschen skurril und irgendwie total, total schön mitzubekommen. Und wenn man vielleicht so ein bisschen mit Charles Dickens einsteigen will und sich da mal so ein bisschen vorwagen will, kann ich Große Erwartungen sehr empfehlen. Es ist irgendwie total, total cool und auch irgendwie was ganz Eigenes. Und man findet gerade, wenn man schon irgendwie viel gelesen hat, auch so modernere Literatur, findet man ganz viel wieder. Also man merkt dann irgendwie dann doch, wie viele AutorInnen sich heutzutage auch noch von solchen Sachen irgendwie inspirieren lassen oder unbewusst vielleicht auch einfach inspiriert sind. Und da findet man in Große Erwartungen, finde ich, ganz viel wieder. Und dann habe ich als nächstes ein Jugendbuch, auch ein Buch, das man auch durchaus mit jüngeren Menschen lesen kann und wie ich finde auch lesen sollte. Auch ein Buch, was sehr, sehr, sehr bekannt ist, aber auch zu Recht. Und zwar Wunder von Raquel J. Palacio. Es geht um Oggy und Oggy ist entstellt. Er hat ein entstelltes Gesicht durch irgendwie etwas, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Grund war, und geht deshalb immer nur mit einem Helm nach draußen, weil ihm das unangenehm ist und er ist bisher auch nur zu Hause unterrichtet worden und soll jetzt aber eingeschult werden, in eine reguläre Klasse kommen, weil ansonsten ist alles in Ordnung mit ihm. Ja, und deshalb wird er jetzt eingeschult und das ist natürlich nicht so einfach, weil er natürlich anders ist als die anderen Kinder, gerade halt eben auch optisch total zu sehen. Und das ist total schön zu lesen, total rührend und auch ein bisschen erschreckend, aber ich glaube, Raquel J. Palacio hat da ein sehr realistisches und sehr gutes Bild gezeichnet, was auch wirklich zum Nachdenken anregt. Und ich glaube, gerade mit jüngeren Kindern kann man da viel erreichen und man kann da auch viel bewegen. Das ist einfach ein Buch, was sehr viel auch in mir ausgelöst hat und mich irgendwie total angerührt hat. Und deshalb, da kann man auch schnell durch. Das ist relativ einfach geschrieben und hat auch nur 400 Seiten, relativ groß geschrieben auch. Da fliegt man schon mehr so durch, aber es ist ein guter Einzelband. Ein wirklich sehr, sehr guter Einzelband. Und dann kommen wir zum einzigen, ja, ich würde schon eher sagen Fantasy-Buch. Es ist Low, Low, Low Fantasy eigentlich. Eigentlich ist es eher mehr so ein Mittelalter-Geschichtenbuch. Hier auf dieser Liste. Und zwar ist das Unter einem Banner von Elia Brandt. Und ich glaube, ich hätte damals, als ich mir das Buch bestellt habe, nie gedacht, dass ich es mal bei so einer Liste hochhalten werde. Ich hatte ich Erwartungen? Eigentlich nicht. Die Geschichte klang für mich einfach nur ansprechend. Es geht um Raykan und Raykan ist gezeichnet von einem Krieg, in dem er kämpfen musste für sein Königreich, weil er ist in der Armee für das Königreich, musste er in diesem Krieg kämpfen, das hat ihn sehr gezeichnet. Und dann kommt er aber über Umwege an den Auftrag, den Sohn des Königs und auch den Thronfolger zu beschützen und ihm sicheres Geleit zu bringen. Und da muss er einiges für opfern und die beiden kommen sich näher und freunden sich an und ich weiß nicht, es klingt erstmal total, total einfach und jetzt nicht nach der außergewöhnlichsten Geschichte überhaupt, aber wie Elia Brandt diese Geschichte schreibt und wie sie das erzählt, ist total außergewöhnlich. Einfach die Charaktere sind so tiefgründig und so gut, einfach so gut ausgearbeitet. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie toll ich diese Charaktere finde. Und das ist so ein Buch, das ist auch so ein bisschen in mir nachgereift. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser finde ich das Buch. Und ich glaube, das könnte auch mit, auf jeden Fall ein Kandidat für die Jahreshighlights dieses Jahr werden. Ich habe es jetzt dieses Jahr im Juni gelesen. Ganz, ganz tolles Buch. Und wenn man mal sowas in die Richtung ausprobieren will, vielleicht so ein bisschen Mittelalter-Fantasy-Luft schnuppern will, ohne wirklich Fantasy zu lesen, dann kann ich das sehr empfehlen. Es ist jetzt auch kein historischer Roman, ne? Also es ist Low, Low, Low Fantasy, würde ich sagen.
Und dementsprechend, ja, ganz, 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 ganz toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist auch eine Independent-Autorin, also eine sehr kleine Autorin, kann man also gerne mal unterstützen. Richtig, richtig, richtig cool. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende dieser Liste. Wie gesagt, das ist einfach nur eine Momentaufnahme und ich könnte euch noch 25 Einzelbände mehr zeigen, bei denen ich teilweise sogar sehr dieselben Gefühle habe wie zu diesen Büchern. Ich habe mich jetzt einfach nur auf diese Bücher beschränkt, einfach um ein möglichst breit gefächertes Bild euch zeigen zu können. Das nächste Buch, was ich euch jetzt zeige, wäre aber wahrscheinlich auf jeder Liste drauf gewesen, wenn ich eine Einzelbandliste dazu gemacht hätte, egal wie die ausgesehen hätte. Wenn man mal die heilige Dreifaltigkeit, ne, hier 4321, NSA und ein wenig Leben ausklammert, gehört das Buch, was jetzt kommt, wahrscheinlich auch mit da rein, weil das sehr viel mit mir gemacht hat und mir einfach sehr viel bedeutet und auch einfach literaturgeschichtlich sehr spannend ist. Und jetzt habe ich wirklich schon euch hardcore angeteasert und vielleicht habt ihr es auch schon erraten. Die Rede ist von Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöffel. Ja, Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöffel. Ein Buch, das mir einfach auch deshalb so viel bedeutet, weil ich es auch für meine Bachelorarbeit sehr auseinandergenommen habe. Und dasselbe ist mit Alan Cole. Da dieses Leben gehört Alan Cope, das kein Einzelband mehr ist, deshalb, sonst hätte ich das ja auch auf jeden Fall gezeigt. Das habe ich auch für meine Bachelorarbeit so auseinandergenommen und so intensiv, wie ich mich mit diesen Büchern auseinandergesetzt habe, ja, das ist einfach, das hat was ganz Besonderes in mir ausgelöst und hat diese Bücher noch viel näher an mein Herz gelassen, weil ich einfach so viel mit den Büchern gemacht habe. Ja, es geht um Phil. Phil ist 17 und er sucht seinen Platz im Leben, könnte man sagen. Er lebt mit seiner exzentrischen Mutter und seiner schweigsamen Schwester in... Oh, schweigsame Schwester. Das klingt irgendwie cool. Schweigsame Schwester. Gut, also er lebt mit seiner exzentrischen Mutter und seiner schweigsamen Schwester in einer verfallenen Villa am Rande eines Dorfes. Und ja, die haben alle so ihre Geheimnisse und alles so. Und dann... lernt Phil auch noch einen Jungen kennen und ja, findet ihn gar nicht so schlecht, aber hat halt auch ganz viele eigene Probleme und so weiter und so weiter und so fort. Das Buch bedeutet mir, wie gesagt, einfach sehr viel. Ich habe mich da sehr gut wiederfinden können und ich glaube, es ist nicht für jeden was. Ich glaube, das ist ein Buch, da muss man vielleicht eine gewisse Art von Bezug zu haben und ein bisschen sich auch irgendwo mit identifizieren können, um dann ein ähnliches Erlebnis mit haben zu können wie ich. Und das werden wahrscheinlich nicht alle von euch können. Das heißt wahrscheinlich, ich bin mir sicher, dass das nicht alle von euch können. Das ist einfach auch okay, das ist so. Es gibt immer Bücher, die einem näher gehen, weil die näher am eigenen Leben sind als andere. Aber ja, das hier einfach musste das auch mal genannt werden. Und das sind jetzt meine fünf Empfehlungen für heute. Wenn ich die Liste morgen gedreht hätte, sähe sie vielleicht ganz anders aus. Das sind jetzt einfach die Top 5 Einzelbände für heute und alles sehr, sehr gute Bücher, kann ich allen nur empfehlen. Schreibt mir bitte, bitte, bitte mal eure liebsten Einzelbände in die Kommentare, so auch gerne 5 oder einfach auch die Momentaufnahme jetzt, was halt gerade so passt. Würde mich mega interessieren, vielleicht können wir uns da ein bisschen austauschen und ein paar Buchtipps abstauben, das wäre super cool. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen und deshalb sage ich bis dahin.